Wir sind im Lager. Ihr habt aber viel an. Laufe ich oberkörperfrei rum? Nö, habe ich so viel an. Wir haben alle das gleiche an gewissermaßen. Im Tutorial stand, man müsste jetzt irgendeine Truhe anreden, damit man sein... Ja, irgendwo ist ja, die Lagertruhe. Die Lagertruhe muss irgendwo stehen. Der eine hat ein Ausrufezeichen über dem Kopf. Soll ich den mal ansprechen? Wir sprechen einfach mal an. Go to hell. Ja, Gail? Ach doch, ich hab was an. Es ist nur grün. Ja. Dann bin ich wohl überstimmt. Oh, nothing. Nothing. I'm just poorly making a point. Go to hell. An everyday expression. So trivial, it's almost meaningless. But we've seen hell. It's real. And it isn't trivial. Devils, dragons, mind flayers. They used to be abstracts. Pictures on a piece of paper. What a difference a day makes. Now we have tadpoles slithering through our heads like carnivorous foeti. That's not abstract. Ballet of Flames invites reflection. But you're right. Let's be up with a lark. Find a healer before the wee one gets hungry. Mal weiter nach der Truhe suchen. Ach, da ist mir jetzt ja richtig aufgebaut. Nächste. Will irgendwas erzählen. Vier Reisetruhen? Ja, wieder eine. Welche ist jetzt? Nein, das ist nicht meine. Das ist auch nicht meine. Das ist meine. Was ist denn da passiert? Wo sind die? Kriegt man das. Wie kriegt man das mit, wenn man sie öffnen kann, oder was? Ja. Ich kann die ja aufmachen. Und dann sollte man alles rausnehmen, oder noch nicht? Wenn du es halt mitnehmen möchtest, musst du es rausnehmen. Wenn nicht, dann lässt es drin. Seltsame Kleidertruhe. Fremdliches Abenteuerpaket. Habt ihr auch diese Maske des... Okay, haben da alle. Ja, das sind ja diese Deluxe-Items. Jetzt fühle ich mich nicht mehr so klein. Öffne. Na, das Essen sollte man wahrscheinlich schon mitnehmen. Nee. Nee? Lass ruhig hier. Achso, das zählt trotzdem? Wir brauchen es ansonsten nicht. Wir könnten es im Notfall rausnehmen, falls wir es wirklich brauchen sollten. Okay, das ist ja praktisch. So wiegt es halt bloß. Ja. Okay, den Trank, den kann man verkaufen. Kann man sich halt einpacken. Den auch. Ach so. Was bringt mir das Gestaltwanders? Ja, guck mich mal an. Hm? Was mal kleiner. Kann ich das ausrüsten? Ja, ich darf es ausrüsten. Na toll, ich hab's nicht an. Was passiert? Bei mir passiert da nichts, wenn ich das an, oder muss ich da irgendwas erzählen? Okay, ich bin nicht so gut drauf. Damit das was einen Effekt hat? Du musst es ja aufsetzen, da hast du den Zauber oder die Aktion zum Gestaltwandeln. Marker 11. Hat einer mal die seltsame Kleidertruhe aufgemacht oder ist das verboten? Nee, ist nicht verboten. Da habe ich jetzt so zum Beispiel halt
dieses tolle Musikinstrument her. Außerdem kann man den hier anlegen. Der, glaube ich, hier auf, mit dem Charakter jetzt nicht angezeigt wird. Jetzt war den noch auf. So ein schöner Umhang. 4 bis 7. Ich wollte mal meinen Umhang auch anziehen, aber warum der bei mir nicht angezeigt? Ich Weil wir im Lager sind. Da hast du ja so eine ganz gemütliche Kluft nur an. Das wird aber dann wahrscheinlich angezeigt, wenn wir im Lager weg sind. Ne, wenn du auf dem Inventar, da kannst du auf Standard und Lager klicken. Ah. Oben über diesen. Dann wechselt das. Rechts oben in deinem Inventar oder in deinem Charakter steht, da wo deine Klamotten sind. Hier nach. Nee, meine Haare will ich sehen. Das kommt wieder weg. Ja, genau, links neben. Ja, ich hab's gefunden. Hab's gefunden. Zum komischen Schwert. Warum ich das bekommen habe, weiß ich nicht. Die Nadel? Ja. Das ist alles. Das müsste von der Elfa sein aus Divinity 2. Der rote Prinz ist der rote Echse und das mit dem Dreispitzhut ist der Zwerg. Billy, was meinst du mit wie das? Schlechtes Auftreten. Ich bin kein Bade, ich bin nicht geübt. Warum machst du es dann? Weil ich es kann. Also so ging das mit denen. Pakete lassen wir da drin, oder wie? Hab ich das richtig verstanden? Ey, ich bin auch nicht übel, ja? Ich. So geht das. Welche Musik machst du da? Eine Frage, dieses befremdliche Abenteuerpaket, das lassen wir einfach da drin, oder wie war das jetzt? Ist es deins? Mach dann, was du willst. Ja, was macht es denn generell? Da ist was zu essen drin. Achso. Öffne es und guck rein. Ja. Zu empfehlen ist, lass das Essen in der Truhe. Okay. Das ist sowieso was, was ich jetzt überhaupt nicht gut verstehe, weil die Truhe... Dieses Ding, wenn du es öffnest, dieses zum Verschieben ist schwer. Also, ich habe es vorhin versucht, da war es noch drüber gelegt. Ist gar nicht so schwer. Und ich habe es einfach mit Rechtsklick dann gemacht, das fand ich einfacher. Was? Was? Was für ein Gesprächsbedarf? Da hat noch einer ein Ausrufezeichen. Mit der will ich nicht reden. Du stehst mir weg, ich muss einen langen Weg außen rumnehmen. Oh, das tut mir leid. Kannst du über mich rüberspringen mit deinen kurzen Beinen? Ja. You strike me as the reliable sort. But are you sure this is a good idea? Outside threats, perhaps. Each hour that passes, the thing inside us grows. We need to find a healer. Let's wake up at first light. That sort of danger I'm fine with. I can fight it. Rest well. We'll need our strength. Kämpft doch gar nicht mit. Ja. Dann einfach mal ins Bett gehen. Ja. Jetzt darf ich aus Vorräten auswählen. So wie das aussieht, werden auch die in den Truhen berücksichtigt, weil ich habe hier viermal gemischten Kaffee. Perfekt. Auto auswählen 40 von 40. Lang Rast. Ist das dann schon Pay to Win? Nö. Man kriegt doch recht viele Vorräte. Und wenn man nicht so Pech hat wie mit der Falle, dann braucht man auch nicht ganz viele lange Nächte, lange Rasten. Naja, also. Ich kann meine Heilsachen einmal benutzen, dann ist vorbei. Jetzt habe ich aber lang gebraucht, bis sich meine Spielfigur wieder bewegt hat. Will noch jemand was im Lager machen? Nein. Nein. Du müsst gleich was hier machen. Wo ist China hin? Ja, das Lager. Du musst das Lager verlassen. Ach da.
falls du dich erinnerst. Dina. Ach, wir waren ja hier. Also die lange Rast ist ja, glaube ich, auch nicht unbedingt immer nur zum Heilen gut, sondern natürlich auch, um die Zauberplätze wieder aufzufrischen. Ja. Weil wenn wir sagen, wir machen so gut wie keine lange Rast, dann sind ja im Grunde auch die ganzen Zauber mit den Zauberplätzen nutzlos. Ja, man muss halt ein bisschen gucken, wann man die Zauber einsetzt. Das ist klar. Hä? Warum? So, ich nicht. Die arme Krabbe. Oh, danke. Wie lange wollt ihr denn jetzt noch machen? Ich müsste gleich mal das Familienoberhaupt zu Bett bringen. Ja, so maximal bis 10, ne? Wenn wir jetzt schon 10 von 10 haben, deswegen. Genau. Ja, es ist halt die Frage, ob wir jetzt noch weitergehen oder ob wir jetzt sagen, okay, die 10 Minuten. Aber wir haben jetzt eine gute Pause. Ne? Wenn jetzt noch ein großer Kampf kommt oder irgendwas Längeres, dann stehen wir da. Ach, da unten wird mir das nochmal angezeigt. Was wird hier angezeigt? Bardische Verteidigung, bardischer Angriff, Gelegenheitsangriff und den bardischen Bardenwurf. Oh, okay, ja. Unten rechts hier links neben der Sanduhr. Wird mir der Buff angezeigt. Ja, ich würde sagen, dann können wir ja Schluss machen. Alles klar. Ja, ich glaube, du weißt es noch damals. Na, ah, wie lange machen wir noch? 18 Minuten noch. Ein langer Kampf. Das Blöde ist bloß, ich bin halt nicht mit Instrumenten geübt. Ich habe sogar einen eigenen Ausrüstungsslot. Nachdem ich gegen Ende der letzten Session auch rausgefunden habe, wie man die Instrumente bedient. Ja, du kannst dafür sogar Geld bekommen von NPCs. Mhm. Oh, also wenn ich spiele, ist das halt nicht so toll. Schlechtes Auftreten. Ich habe einen Gladekreisel, aber keine Prozentanzahl. Ist das gut? Klar. Ja. Was denn hier? Was haben wir hier? Ja! Waren wir schon mal. Hier waren wir schon mal. Da müssen wir ja wieder rein. Wir waren da. Ja, da hatten wir noch kein Diebeswerkzeug, um die Tür aufzumachen. Da konnten wir noch kein Schloss knacken. Raffiniert. Wir haben noch keinen, der mit Toten sprechen kann. Das ist natürlich schade. Noch nicht, ja. Das Gute ist, genauso wie mit Tieren sprechen, das hält bis zur nächsten Langrast. Hm. Das heißt, man kann damit so vielen Toten sprechen, wie man möchte. Sofern sie einen lassen. Mit ihrem Mörder wollen sie zum Beispiel meistens nicht reden, aus irgendeinem Grund. Das verstehe ich nicht. So eine Frechheit. Können sie es wagen. There's a trap. Ey, dann hat mir jemand einen Schlüssel geklaut. Ja. Das ist aber frech. Das auf die Distanz, Respekt. Ja, war so viel in magische Tasche und so. Hier liegen Leute rum. Oh, das finde ich nicht gut. Die kann ich ja lernen, wenn es wäre, ne? Ja, kostet halt Geld. Ja, 50 ist jetzt nicht viel. No traps, please. Nee, kann ich noch nicht lernen. Ich weiß zwar nicht warum, aber... Ach, ich habe zu wenig Geld. Er sagt ja, wenn du genug Geld hast. Was ist ein Schlüssel? Das Jurgle, Scribe of the Dead. I didn't think anyone still worshipped him. Juhu, Sachen ausräumen. Fackeln anmachen. Türen aufmachen. Das Übliche halt. Ja, in der Hoffnung, dass man nicht auf irgendwelche Fallen stößt. Der war gut. Oder das würde besser, Fallen auslöst. Das würde uns nie passieren. Nein. Hier ist ein Schalter, wer möchte. Das ist ein zugemauerter Torbogen. Ist ein Schalter. Hier ist ein Schalter, hier ist ein Knopf.
Ich habe was gefunden, also kein Schalter. Aber beim Schalter stehen, glaube ich, mehr Leute. Dann gewinnt der Schalter. Ich drück einfach mal den Knopf hier. Was soll schon schief gehen? Eben. Klick. Ist ja nicht so, als würde Feuer aus der Wand sprühen oder so. Dieser Blick vom Baden. Ja. Ich dachte, die sind tot. Geweckt. Ich bin doch nicht der Nekromant. Das Blöde ist, wenn man das schon weiß. Man alles machen muss, um da nicht irgendwas zu verraten. Soll ich mich schon mal in die Richtung bewegen? Naja, ich bin Nahkämpfer, ich bleib gerne fern. Was? Okay. Du bist Nahkämpfer, du bleibst gerne fern? Ich bin Fernkämpfer, ich bleib gerne fern. Zumindest auf Sichtweite macht ja schon mal Sinn, ne? Sind diese Trommelsachen eigentlich auch gut für... Die sind für den Kampf völlig ungeeignet, ne? Welche Trommelsachen? Wie, was? Die Musik. Eher ungeeignet, ja. Schade. Das ist Ölfass, das kann man kaputt machen und mit Feuer bewerfen und so. Oh Gott. Vielleicht nicht, wenn ich direkt daneben stehe. Macht Pengen. Ja. Aber wenn du da mit Feuer drauf schießt, steht jemand in der Nähe, machst du auch. Du meinst so jemand wie Juli B? Ja, genau. Ach, um so ein Drau ist es nicht schade. Der geht nur auf mich? Okay. So. Kann man die blind machen? Hätte man vielleicht keine Augen untersuchen sollen. Steht nichts von da. Also mal versuchen. Blind! Blindes Skelett. Ja. Der hat doch eh keine Augen. Vielleicht war im Schädel irgendwo noch so ein Stück Sehnerv, der ist jetzt kaputt. Oder er ist sich dessen bewusst geworden. Ja. Ich habe ja keine Augen. Ich habe keine Augen mehr. Verdammt. Ach, der da oben. Ja, Hieb ohne Waffe. Warum habt ihr nicht allen Skeletten die Waffen abgenommen? Da ist eins mit einem Messer. Ich hab dem, den du gerade erblinden hast, dem habe ich einen Krummsäbel abgenommen. Hat ohne Waffe zugeschlagen. Ich habe einen Kampfstab eingesammelt. Mehr Skelette hatte ich nichts mehr zu tun. Das war nur mein Gedanke. Ich geh mal aus dem Weg. So. Ich treffe natürlich nicht. Okay. Komm ich doch näher ran? Vielleicht in Reichweite. Nein, super, es reicht. Was war das eben? Meine Krabbe? Sehr gut. Macht das eigentlich einen Unterschied, in welche Richtung man ausgerichtet ist? Also wenn nein. Okay. Kein Tabletop. Zum Glück nicht. Hier. Aber die Krabbe macht Schaden, ne? Das ist halt das Gute daran. Ja. Also ich könnte vermutlich mit meinem Rahmen auch mehr Schaden machen. Ich sage, ich möchte die blind machen. Blind macht nur einen Schaden. Nee, die Krabbe hat bloß diesen Angriff und der macht dann statt einem zwei Schaden. Ja. Also nicht, also wie im Tabletop, das passt halt leider nicht bei den W20-System wie D&D. Da gibt's keine Ausrichtung. Hat der denn jetzt gehabt? Au. Der tat weh. Der tat weh, ja? Ja, Gott sei Dank hat er nicht mich getroffen. Komm ran auf den Meter. Genau so machen wir das. Wo liegt der? Nicht anders. Ich schau, dass ich mich hier dahinter versteck. Wo ist der denn? Da ganz hinten. Der ist da auch hinten. Wo ist meine Klammer? Mal übrigens noch eine strategische Ansicht, dann guckt man mehr so von oben mit O. Finde ich irgendwie auch nicht viel übersichtlicher. Naja, doch, kann durchaus übersichtlicher sein. Dann hast du weniger Sachen im Weg, die sich behindern. Irgendwer hat den Krieger da liegen lassen, ne? Der hat noch einen Lebenspunkt. Bewusstlos dauerhaft. Kann man pingen? Mein Rabe hat ihm 3 Punkte Schaden gemacht. Ja, ich bin dann mal tot.
Ja, hör auf zu schlafen. Warte, ich komm. Oh, ich komme nicht so weit. Warte, komme ich so weit? Werfen. Ah, hier. Ich hätte mal einen Heiltrank trinken sollen. Das war vielleicht nicht so. Ich habe irgendwie vergessen, dass ich nicht mehr so viel Leben habe. Ja, würdest du aufheben, hallo? Juhu. Ich kann aber nichts anderes mehr machen. Ich habe einen Lebenspunkt. Ja, das solltest du gleich heilen. Du hast Heiltränke dabei. Ja, ja. Ist die Frage. Oh, der hat nur noch 3 Lebenspunkte. Dann könnten wir eigentlich auch eine kurze Rast gleich machen. Dann verkrieche ich mich. Ach gut, ich hab dich nicht getroffen. Er ist tot. So. Kurze Rast. Brauche ich. Ach, du hast die kurze Rast für uns alle gemacht. Ja. Ich hab den ewig bewusstlos mal endgültig bewusstlos gemacht. Ist aber grausam. Er wollte auch grausam zu uns sein. Und er war zuerst zu uns grausam. Ich habe jetzt mit Toten sprechen. Wie? Level up? Bist du noch Stufe 2? Amulett der verlorenen Stimmen. Achso. Mit Toten sprechen. Nee, guck mal, ja. Ich glaube, ich Stufe 3. Ja, aber. Anlegen. Aber. Passt doch zu dir. Was ist aber? Da gab es ein Aber, glaube ich, bei dem Ding. Nekromantie-Zauber des dritten Grades. Also wenn du einen Zauber dritten Grades kannst, dann kannst du es benutzen. Sollen wir den Sarkophag öffnen oder zünden wir uns dann wieder an? Ja, also der, das Amulett sollte auch so funktionieren. Okay, dann würde ich gerne wissen, wie. Ich habe es nämlich in meinem Spielstand nicht hingekriegt. Mit dem zu reden? Nee, nicht mit dem zu reden, das Amulett zu benutzen. Leg's doch einfach mal an solche. Habe ich schon. Hast dann? Du schon. Dann müsstest du an sich in deinen Codes-Tasten unten auch dafür ein Symbol haben. Mit Toten reden. Weil ich aktivieren muss. Naja, muss man halt dann aktivieren. Und dann genau. Sollte eigentlich kein Problem sein. Kann ich das hier runterziehen? Weil ich habe noch keinen Charakter mit der dritten Stufe und ich habe das sogar mit einem Nicht-Magier. Okay, weil ich habe bei mir nirgendwo dieses Symbol gefunden. Meine Frage, kann ich die Tafel angucken oder probier es aus. Okay. Und wenn ich den Sarkophag öffne, sind wir dann alle wieder tot. Probier es aus. Ah, okay. Dialog. Ja, nee, Machen wieder zu. Nachfolgenden Dialog. Stimmt, ja. Spoiler. Steht nur ein privater Dialog, daher dachte ich. Nee, ich glaube nur, wenn du das den Haken setzt. Der guckt immer so freundlich. Jo. So he has spoken, and so thou standest before me. Right as always. What a curious way to awaken. Now, I have a question for thee. What is the worth of a single mortal's life? Da guckst du aber überrascht. I am not the same as those thou hast slain. If that is what thou askest, wilt thou answer my question? Wie war das jetzt? Mehrheit oder? Nö, du Rollenspiel. Ja. So, I ask again, what is the worth of a single mortal life? Ah, schwierig. Balance is achieved.
If all are at war, none can win. Very well. Warte mal, der hat einen Namen? I am satisfied. Sieht so aus, ja? We have met. Das muss neu sein. Vielleicht hast du die falsche Antwort gegeben. Nee, in allen Videomaterialen heißt es immer bloß verdorter. Ah. Farewell. Sorry, Leute, ich war jetzt eben so überrascht. Ich wollte gerade sagen, wollten wir denn nicht dazwischen reden? Ja. Er heißt immer überall, wo es verdorrt, auch in allen anderen Videos. Ja gut, die waren halt wahrscheinlich Early Access. Pfeil der Transposition. Pfeil der rollenden Donners. Haben wir hier irgendjemanden, der gut auf mit Bogen und so umgehen kann? Was? Hallo, hier, Waldläufer? Du bist Waldläufer? Ja. Dann kriegst du hier komische Pfeile. Das irgendwo sehen, womit ich geübt bin? Ja, wenn du deinen Charakter aufmachst. Übungsbonus. Auch mit einfachen Waffen kann ich umgehen. Einfache Waffen, ist leichter Armbrust, genau, Kriegswaffen, Gleben, helle Baden und Piken kann ich. Ja, ich werde das noch weiter ausbauen mit entsprechenden Sachen, dass ich noch besser werde mit Fernwaffen. Kann man eigentlich sein Inventar irgendwie sortieren lassen, wie in... Nein. Ich glaube nicht. Doch. Doch, man? Sortieren nach, weil wo oben du links Gegenstände suchen kannst. Neueste für Wert und Typ und Gewicht. Ja, ich brauche aber definitiv noch einen weiteren Beutel, Rucksack oder was auch immer, dass ich das noch besser sortieren kann. Noch ist das grausig, weil in die drei automatischen Dinger sollte man nach Möglichkeit nichts reinpacken, was da nicht reingehört. Wollen wir vielleicht noch das Buch angucken, wo ich war? Ja, kannst du gerne machen. Wo bist du denn? Im Westen. These chambers are much changed. Das Buch angeguckt? Ich hab's noch nicht angeguckt. Buch der toten Götter. Als ich es gefunden habe, hat es ganz schön geleuchtet. Ja, dann mach. Erst muss ich den Schloss knacken. At the ready. Ach ja, hier in dem Nee. Ich brauche gar nichts versuchen. China nutzt den roten Würfel also. Interessant. Ich benutze Zaun. Ich hab bloß den zur Auswahl, mehr ist nicht. Echt? Also wenn ich versuche unten links zu wechseln, geht das nicht gerade. Ja, das kannst du nur am Anfang eines Würfelwurfs machen. Also dann habe ich doch den blauen auch noch zur Verfügung, weil den hatte ich auch vorher. Der Lazo ist hier reingekommen und hat irgendeinen Spruch gesagt und ist wieder gegangen. Tja. Das ist aber... Die Namen toter Götter, die meistens unbekannt und nicht aussprechbar für in die Seiten dieses alten Folianten. Mehrere Einträge auf der letzten Seite wurden durchgestrichen, die letzten drei so stark, dass sie vollkommen unleserlich sind. Rani ist inspiriert. Naja, als Nekromant und tote Götter, ne? Ja. Das heißt, ich habe einen Vorteil. Ja. Aber da hat jetzt endlich eine Videosequenz gefehlt. Nein, weil die entsprechende Person nicht dabei ist. Ach so. Ich dachte, hier kommt immer, weil wir haben auch die Schriftrolle bekommen, die dazu gehört. Irgendwie ist da eine Seite lose oder was auch immer. Und hier weiter? Ja, da ist ein Hebel, aber da geht es dann nach draußen. Hä? Was macht? Wenn man den dann irgendwie aktivieren kann. Ich klicke immer daneben. Ich wäre fast von der Leiter erschlagen worden. Da hätte ich wenigstens mal Ups sagen dürfen. Die ist mal schnell unten gewesen. Ja.